Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch am aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer-Bott. Am 1. August hat für Tausende von jungen Frauen und Männern ein neuer Lebensabschnitt angefangen. Sie sind nämlich mit der Lehre in die Berufswelt gestartet und besuchen damit auch die Berufsschule. Im Berufsbildungswesen ist vieles im Umbruch. Um die Reformen und Perspektiven von einer Berufslehre ganz allgemein geht es im heutigen Gespräch. Mein Gast, Toni Rösli, Rektor vom BBZW Willisau. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Toni Rösli, die Wirtschaft klagt über akuten Fachkräftemangel. Lässt sich die Entwicklung auch an den Schülerzahlen, an den Berufsschulen ablesen? Im Kanton Luzern haben wir stabile Lernendenzahlen. Das deutet darauf ein, dass die Betriebe und Verbände die Rekrutierung von eigenen Nachwuchs ernst nehmen und dass das hoch auf der Traktandenliste ist. Und auf der anderen Seite müsste eigentlich mehr Lehrverhältnisse können abgeschlossen werden, weil ja Fachkräfte fehlen. Im Moment ist es auch so, dass natürlich nicht alle Stellen besetzt werden können. Es ist ein grösseres Angebot, als Nachfrage da ist. Und das zeigt doch auch auf, dass die Anstrengungen laufen. Im Kanton Luzern, Sie sagen, sieht es besser aus als im gesamtschweizerischen Schnitt? Im Kanton Luzern haben wir einfach stabile Verhältnisse und wir haben dort rund 75% der Lernenden, der Jugendlichen, die eine Berufslehre absolvieren. Das ist im Vergleich im schweizerischen Schnitt mit 45% sehr hoch. Und somit ist das auch in einem Umstand geschuldet, weil der Kanton Luzern eine starke KMU-Wirtschaftsstruktur hat und somit die Verbände und die Branche stark sich da engagieren. Aber auch im Kanton Luzern können nicht alle Stellen besetzt werden. Und auch nicht jeder Lernende findet in ihrem oder in seinem Wunschberuf innen, die auch eine Stelle. Was sind denn so die Wunschberufe? Was sind die beliebtesten Berufe? Was vielleicht ein bisschen weniger beliebte? Wir können sagen, dass die kaufmännische Ausbildung seit Jahren die meistgewählte Ausbildung ist. Das ist auf nationaler Stufe, das ist aber auch im Kanton Luzern so. Informatik hat einen höheren Stellenwert bekommen und dann kommt schon der Detailhandel, der sehr breit gesucht wird. Wir stellen fest, dass in den gewerblichen Berufen, in der Lebensmittelbranche, die Nachwuchsrekrutierung eher ein bisschen aufwendiger ist. Und in diesem Sinn ist es halt gerade ein bisschen mit Aufwand verbunden und die Lernenden haben halt manchmal auch mit körperlichen Anstrengungen ein bisschen weniger Engagement, dass sie das dann lernen. Auf der anderen Seite ist natürlich der Beruf, den ich wähle, genau der richtige. Und es wird ganz gezielt auch entsprechend ein Beruf ausgewählt, wo man körperlich arbeitet, wo man verrissen ist und wo man halt vielleicht in einer früheren oder späteren Tageszeit unterwegs ist, weil der Beruf einem einfach gefällt. Welche Rolle spielt der Lohn bei der Berufswahl, also bei der Lehrwahl? Ja, das ist eine politische Frage. Auf der anderen Seite ist der Lohn auch ein Bestandteil von der Ausbildung. Es ist ja so geregelt, dass mit weniger Fertigkeiten der Lohn ein bisschen tiefer ist. Das ist Anfangslehre. Und mit zunehmender Fertigkeit der Lohn steigt gegen Ende der Lehrzeit, wo Aufgaben, die auch selbstständig können, erledigt werden. Und somit ist das eigentlich so ein ausgleichendes Element, dass man am Anfang der Lernende eher aus Kostenfaktor hat und gegen Ende der Lehre, dass man dann so ein Return on Invest, wie man dem sagt, dann überkommt. Unterm Strich sollte es eigentlich dann aufgehen und das ist eine Voraussetzung. Es ist aber auch so, dass der Lohn halt auch ein Bestandteil ist, wenn man nicht im Betrieb ist. Also Berufsfachschulanwesenheit 1 bis 2 Tage. UK-Anwesenheiten, die werden dort auch nie gerechnet. Und es gibt auch Betriebe, die mit einem Bonussystem arbeiten, dass gute Leistungen zusätzlich entschädigt werden. Oder auch Betriebe oder Branchen
übernehmen Schulmaterial und Schulgeld, das die Lernenden auch entlasten. Jetzt hört man immer wieder so ein bisschen, fast ein bisschen pauschale Vorurteile gegen die heutigen jugendlichen Lernenden. Sie können nicht mehr lesen und schreiben, nicht mehr rechnen. Wie erleben Sie das? Wie gut vorbereitet kommen die jungen Leute in die Berufsschule? Grundsätzlich sind ja Pauschalurteile nie richtig, weil im Pauschalurteil wird ja auch der oder die Lernende erwähnt, die durchaus gut rechnen kann und gut im Deutsch sich ausdrücken. Es ist so, dass die Abgeberschulen einen grossen Aufwand treiben und den professionell leisten, damit nachher der Übergang von der Sek 1 in die Sek 2 Stufe mit den weiterführenden Schulen, wie aber auch mit der Berufsbildung, dass dort gute Voraussetzungen geschaffen sind. Das geht so weit, dass der Berufswahlunterricht engagiert gestaltet wird und die Lernenden bis zu der Vertragsunterzeichnung begleitet werden. Und die Berufswelt entwickelt sich. Es werden weniger Wissensinhalte bedeuten, sondern die Kompetenzorientierungen stehen im Vordergrund. Und dort ist aber natürlich klar, dass zuerst das Wissen muss da sein, bevor ich kompetent handeln kann. Und ich bin ganz klar auch der Meinung, dass man nach wie vor ein Augenmerk auf den Grundfertigkeiten in der Mathematik und im Deutsch. Das gehört dazu. Ein anderer Vorwurf, den man immer hört, dass die Jugendlichen auch Sachen auftreten, Verhalten, Disziplin und so ein bisschen nachgelassen haben. Es gibt sogar Knickekurse, habe ich kürzlich gelesen. Wie erleben Sie das? Ich glaube es nicht, dass Knickekurse nötig sind. Grundsätzlich ist der Wechsel von der obligatorischen Schulzeit in die freiwillige Ausbildung im Lebensalter der Jugendlichen eine relativ schwierige Zeit. Und dass dort halt manchmal so ein bisschen Verhaltensweisen auftauchen, wo man in dem Sinn nicht unbedingt wünscht, kann es geben. Wir stellen fest, dass mit dem Lehrantritt die solche Verhaltensweisen weniger werden und sich die entsprechenden Vorgehensweisen durchaus gut anschauen. Und wir haben es mit der Generation Z zu tun. Und die kommen selbstbewusst daher. Sie kommen mit dem Anspruch, dass sie mitreden können, dass sie mitdenken können. Und das ist auch ein Bestandteil, der sicher in der Ausbildung beachtet werden muss. Wie sieht es aus im Verhältnis zu den Lehrbetrieben, Lehrmeister? Kommen da auch höhere Ansprüche auch an die Schulen? Im Grundsatz ist ja die schweizerische Berufsbildung so aufgestellt, dass an der Berufsfachschule der theoretische Bereich in den Betrieben und im UK der praktische Bereich geschult wird. Und das miteinander, das muss immer wieder neu austariert werden. In den Ausbildungsverordnungen ist geregelt, welche Aufgabe die Berufsfachschule hat, der Betrieb hat und der UK. Und das miteinander ist sicher der Anspruch, dass die Berufsfachschule einfach die Aufgaben klar wahrnehmen, klar kommunizieren, rechtzeitig kommunizieren. Und ein Punkt ist sicher, dass mit dem Schulnetz, der Schulsoftware, die Ausbildungsverantwortlichen, wie aber auch die Lernenden, jederzeit Einsicht haben über den Ausbildungsstand. Und so kann man sehr gut reagieren, sollte eine Einflussnahme nötig sein. Jetzt ist auch die ganze Berufsbildung im Wandel. Die Reformen stehen da aktuell. Das Thema ist die sogenannte KV-Reform, die jetzt mit dem Schuljahr startet. Können Sie kurze Worte erläutern, um was da genau geht? Ja, das ist wirklich eine grosse Reform. Der beliebteste Beruf wird nach rund 20 Jahren mit einer Erneuerung konfrontiert. Und die Lernenden werden so fit gemacht für die Zukunft in der kaufmännischen Tätigkeit. Die bekannte Aufteilung, die man bis jetzt hatte, mit B-Profil, mit E-Profil und M-Profil, tut wegfallen. Neu wird der Kaufmann EBA, das ist eine Attestausbildung, EFZ und EFZ mit BM angeboten. Ebenfalls ist es so, dass Betriebe, Berufsfachschulen und der UK eng miteinander zusammenarbeiten. Die fächerorientierte Ausbildung wird aufgelöst. Es geht Richtung Handelskompetenzbereiche, wo das Fachwissen aufgebaut wird. Und in diesem Fachwissen tut man also nach wie vor die Fächerstruktur behalten, also
Es sind Sprachenfächer, es sind Wirtschaftsfächer, es ist IKA, IKA etc. vorhanden, um das Wissen aufzubauen. Um anschliessend in Situationen kompetent zu handeln. Situationen sind Alltagsfälle aus dem kaufmännischen Tätigkeitsbereich. Und dann nimmt man in die Schulen rein, dann nimmt man auch in die UKA rein und tut die entsprechend bearbeiten. Und so tut man gewährschaften, dass die Lernenden eben das Wissen anwenden und sich entsprechend nachher kompetent verhalten. Kompetenzen fördern. Können Sie ein konkretes Beispiel machen, wo man sich das ein bisschen vorstellen kann? Eine wichtige Tätigkeit in der kaufmännischen Arbeit ist, Events zu organisieren. Und da kann man jetzt als Beispiel einen Elternabend nehmen, den die Lernenden selber organisieren. Dort drinnen muss eine Planung aufgestellt werden, sprich ein Konzept. Man muss budgetieren, man muss Einladungen versenden, man muss den Ablauf planen, man muss den Inhalt festlegen, den man präsentieren muss, man muss sich Gedanken machen, machen wir das Apero, ja, nein, in welcher Form. Und mit dem selber durchführen, selber dabei sein, merkt man ja auch gerade, wie gut das geklappt hat. Und das sind eigentlich ganz viele Elemente von kaufmännischen Tätigkeiten drinnen abdeckt. Und so merkt der Lernende oder die Lernende dann selber, aha, jetzt weiss ich, wieso dass es sinnvoll ist, ein Budget zu machen. Jetzt weiss ich, dass es gut ist, einen Serienbrief anzuwenden. Jetzt weiss ich, was in einer PowerPoint-Präsentation sinnvollerweise gut aufbereitet ist. Am Schluss macht man eine Reflexion, sieht, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt und macht die entsprechenden Learnings daraus. Und das ist kompetent arbeiten im Bereich der Kompetenzbereiche. Mhm. Zu viele so werden ja auch Detailhandelsangestellte ausgebildet. Dort läuft schon eine Reform, sogenannte Verkauf 22, also seit einem Jahr. Eine kleine Zwischenbilanz. Die zwei grössten Berufe, Detailhandel und kaufmännische Ausbildung, die sind angedacht, dass die miteinander reformiert werden. Die Struktur ist genau die gleiche. Man arbeitet dort auch in den Handelskompetenzbereichen und so auch den digitalen Unterricht sehr stark gewichten. Wir haben jetzt durch Verzögerung in der kaufmännischen Reformarbeit in der Detailhandel schon starten im 22. Und nach einem Jahr dürfen wir sagen, dass wir gut unterwegs sind. Es hat aber sehr intensive Vorbereitungsarbeiten auf der Stufe Berufsfachschule, wie aber auch von der betrieblichen Bildung der DBW gebraucht, damit das gut aufgeleistet werden konnte. Wir stellen fest, dass es nach wie vor noch ein bisschen Angewöhnungszeit braucht, in diesen HKBs, in den Handelskompetenzbereichen zu arbeiten und den vollständig digitalen Unterricht sinnvoll zu gestalten. Aber wir sind auf Kurs und wir packen das. Sehr schön. Jetzt vielleicht eine ganz allgemeine Frage. Es ist heute so die Tatsache, dass immer mehr Berufe einen Hochschulabschluss, einen Fachhochschulabschluss voraussetzen. Was heisst das für die Zukunft der Lehre? Im Grundsatz braucht eigentlich kein Beruf einen Fachhochschulabschluss. Den Beruf tut man in der Grundbildung lehren und tut in der zwei-, drei- oder vierjährigen Ausbildungszeit die Grundlagen schaffen, um in dem Bereich, wo man gewählt hat, eine Fachkraft zu werden. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, und das ist auch wieder eine Stärke vom Berufsbildungssystem Schweiz, dass man eine ganz gute Durchlässigkeit hat. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich will noch weitermachen, dann kann ich mich entweder auf der Schiene Betrieb, Beruf weiterbilden, das ist die höhere Berufsbildung, oder ich kann mich richtig Fachhochschule orientieren, wenn ich die Voraussetzungen erfüllt habe. Im Grundsatz ist eigentlich jeder Beruf auch mit einer guten Struktur auszuweisen. Das heisst, es braucht den Macher, den Ausführenden oder die Ausführenden vor Ort, die arbeiten. Und es gibt auch die, und es braucht aber auch die, die eher im strategisch-planerischen Bereich in sich wollen, entsprechend weiterbilden. Und so schafft man auch Gewähr, dass man immer auf dem neuesten Stand ist und so auch die Arbeit kann ausweisen kann. Zum Schluss noch die Frage, wieso lohnt es sich so heute noch eine Berufslehre anzufangen? Ja, sehr. Also das ist ein, wie gesagt, durch die höhere Durchlässigkeit hat man alle Wege offen anschließend. Ich darf da vielleicht ein Beispiel anbringen. Der
Vorstandsvorsitzende vom GOP, Philipp Weiss, hat auch eine Berufslehre als Grundlage. Und das zeigt doch auf, dass ganz, ganz viel möglich ist. Weiter, die Schweiz bietet über 200 Berufe an, die man lernen kann. Und das gibt Perspektiven für ganz viele Jugendliche, wo sie ihre Fähigkeiten und Neigungen eben können abgeholt sehen und auch können weiterentwickeln können. Zur Wahl ist mit der Berufslehre der Lernende schon früh mit 15, mit 16 im vollen Leben raus und merkt, was es alles braucht, dass Rücksichtnahme für sich und für die anderen kein Worthülsen ist, sondern eben muss gelebt werden. Und dann, nebst der Fachkenntnis, braucht es auch das nötige Allgemeinwissen, damit man den Alltag dementsprechend prestieren kann, wenn man die Lehre abgeschlossen hat. Nach der Lehre ist man auf der einen Seite Fachmann, Fachfrau, aber auch Bürger. Und der Alltag kann dann so kompetent bewältigt werden. Und nicht zuletzt, ich habe ganz gute Voraussetzungen, nicht arbeitslos zu werden. Das ist doch eine sehr positive Schlussformulierung. Herzlichen Dank, Toni Lösi, für das Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es vom WB-Gespräch vom August. Wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, in einem Monat. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann, haben Sie es gut. Das WB-Gespräch von Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbank aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.